meine erste Bitte wäre, stellt euch doch mal kurz vor, beschreibt ein wenig, was ihr so mit Joomla tut. Ja, genau, das wäre so die erste Runde. Alex, fang doch mal an. Ja, dann eröffne ich mal die Runde. Mein Name ist Alexander Metzler. Herzlich willkommen alle hier in der Diskussionsrunde, die auch für uns ein neues Modell ist. Wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Spannend. Ich arbeite seit rund 10 Jahren mit Joomla, seit Zeiten von 1.0, also kurz nach Mambo. Habe eine Agentur für Print und Web in Frankfurt, bin also auch im Agenturgeschäft und jetzt seit einiger Zeit der Vizepräsident im Joomla Board und versuche da eben ein bisschen Impulse reinzugeben. Das ist, glaube ich, meine Rolle hier. Okay, dann ein paar Worte zu mir. Mein Name ist André Dreier. Ich habe auch eine kleine Agentur, war in Stuttgart. Bin auch seit Mambo-Zeiten eigentlich mit Joomla mehr oder weniger verheiratet und war auch 3 Jahre lang im Certification-Team. Und ja, es geht jetzt einfach mal darum zu diskutieren, ob die Joomla-Agentur überhaupt noch eine Zukunft hat. Hallo, mein Name ist Yves Hoppe. Ich bin auch seit fast 10 Jahren bei Joomla dabei, bin gestartet als Extension-Entwickler, mache das auch heute noch und bin Direktor für Legal and Finance bei OSM Joomla. Ja. Ja, schönen guten Tag, Thorsten Bastian. Ich bin auch 2002, da hieß das Ganze noch Mambo, zu Joomla gekommen quasi und ja, habe auch eine Internetagentur in Köln, ist ein Kernteam von 10 Leuten. Und wir machen nicht nur Joomla. Sehr schön. Ja, der Thorsten reicht das Mikrofon schon zu André weiter, denn André ist schuld, dass wir das hier tun. André ist bei uns Kassierer im deutschsprachigen Joomla-Verein. Und bei einem der letzten Vorstandstreffen haben wir abends bei einem Bier uns länger über Joomla, die Zukunft des Internets und überhaupt die Zukunft der Welt unterhalten. André hat in unserem bilateralen Gespräch durchblicken lassen, dass er denkt, dass so das Modell, wir sind eine Joomla-Agentur, wir verdienen damit unser Geld so richtig, eigentlich für überholt hält, dass das nicht mehr funktioniert, ne? So ungefähr. Nee, stimmt. Stimme ich auch absolut zu. Kannst du mal in 7 Sätzen erklären, wieso? Ich versuche es in weniger Sätzen zu erklären. Und zwar, es geht darum, eine Joomla-Agentur als klassische Agentur kann ich einfach nicht mehr so im Raum stehen lassen. Das heißt, Joomla ist für mich ein Werkzeug, aber es geht eigentlich darum, Kunden Lösungen anzubieten. Und das spielt das System eigentlich für den Kunden überhaupt keine Rolle. Deswegen sehe ich die klassische Joomla-Agentur irgendwie als gestorben an. Es geht darum, eine Lösung Kunden anzubieten. Deswegen auch meine ganz klare Sache, Joomla-Agentur, ich brauche den Namen Joomla überhaupt nicht dafür. Ich bin eine Agentur, die quasi eine Lösung anbietet. Wie viel Prozent von deinem Agenturgeschäft umsatzmäßig machst du mit Joomla? Ich habe tatsächlich 95% mit Joomla gemacht. Okay. Und immer noch oder abnehmend? Absolut abnehmend. Seit 2 Jahren so gut wie gar keinen Auftrag mehr in Joomla. Wie ist beim Rest hier? Also mein Agenturmodell ist ein bisschen anders aufgebaut. Bei mir ist Joomla tatsächlich nur ein Tool, nämlich das Tool, um Webseiten zu bauen. Ich baue Webseiten eben auch nur mit Joomla oder wir bauen Webseiten nur mit Joomla. Aber wir bieten eben auch den kompletten Kreis von Corporate Designern, also über Print, Markenentwicklung, Marketing und so weiter. Von daher ist die Fixierung auf das Produkt Joomla nicht ganz so spitz wie bei dir. Ich habe aber das Gefühl, dass es nach wie vor viele, viele Webseiten da draußen gibt von Firmen, von Mittelständlern, die auf Joomla basieren, die auf Joomla laufen und die auch Joomla-Dienstleister brauchen. Und zwar professionelle Partner, die sie bei die Hand nehmen und ihre Probleme lösen. Und die suchen ja nicht irgendeinen Problemlöser, sondern die suchen einen Joomla-Problemlöser, meiner Meinung nach, wenn die eine Joomla-Webseite haben und davon nicht weggehen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist es nicht schlecht, wenn man Joomla als Anbieter dann auch entsprechend supportet. Ich würde es jetzt nicht die Joomla-Business-Lösungsagentur oder was auch immer nennen, aber ich kommuniziere Joomla
als Agentur schon sehr stark und über SEO und so weiter kommen Kunden auch speziell wegen dieses Themas zu mir. Ich kann nicht feststellen, dass es, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, ich kann nicht feststellen, dass es da abnimmt, es nimmt eher zu, aus meiner Sicht. Also bei uns war es tatsächlich auch jahrelang so, dass wir bestimmt 80% des Umsatzes über Joomla gemacht haben. Mein Kompagnon, der 2009 eingestiegen ist, war aber schon immer auf der WordPress-Schiene. Und ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass wir beide Systeme anbieten, habe ich halt ganz gut den Vergleich. Es ist tatsächlich so, dass 9 von 10 Anfragen zu WordPress kommen und ja, 10% kommt dann noch zu Joomla, obwohl wir es wirklich gleichwertig auf der Webseite stehen haben. Wir bekommen dann aber den einen oder anderen Kunden natürlich dann von Joomla überzeugt, wenn er bestimmte Anforderungen hat. Aber ich würde tatsächlich sagen, 60-20 ist es vielleicht momentan tatsächlich an Projekten aufgeteilt. Und eher sinkend. Ja, und die 20 anderen Prozent, also ich kann schon Prozent rechnen, sind noch andere Geschichten. Ja? Keine Angst. Okay. Yves, du hast eine etwas besondere Rolle, ne? Du kommst ja weniger aus dem klassischen Agenturgeschäft, sondern machst Extension-Entwicklung auch kommerziell. Wie ist da so die Bewegung, dein Eindruck? Generell hat sich der Markt da verändert, aber man merkt auch als Extension-Entwickler den Abwärtstrend. Das hat aber mehrere Gründe. Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, musste man einen Eintrag im Joomla Extension Directory haben und dann hatte man sein Business. Man musste nichts in Marketing investieren, man musste nicht an Kunden rantreten, man hatte sein Business nur mit einem Eintrag im Extension Directory. Und heute gibt es natürlich für jede mögliche Extension mindestens 10, 12, 20 Konkurrenten. Und heute ist der Markt deswegen anders. Ja, aber in generell ist der Joomla-Markt natürlich auch ein schwieriger. Und vielleicht ändert sich das ja mal wieder mit Joomla 4, dass viele ihre Webseite aktualisieren. Was ja auch nochmal dazu führen sollte, dass Extensions wieder anziehen, etc. Was ist dein Eindruck, woran das liegt, dass das so schwierig ist? Also was macht Joomla zu einem schwierigen Markt? Die Nachfrage und die Konkurrenz. Da, wo Geld da ist, WordPress ist genauso ein schwieriger Markt. Also wir haben zum Beispiel auch ein paar Extensions, Plugins für WordPress entwickelt. Und in WordPress ist der große Faktor Konkurrenz. Also du wirst... Da gibt es dann nicht nur 10 Lösungen für jedes Produkt, sondern 100. Und generell ist die Marktpositionierung als Extension-Entwickler heute deutlich schwieriger als früher. Okay. Der André. Ja, nee, ich stelle wirklich mal einen Raum, wozu brauchen wir heutzutage überhaupt noch ein Content-Management-System? Das heißt, geht es nicht darum, einem Kunden eine Lösung anzubieten. Dem Kunden ist es vom Prinzip her egal, wie die Agentur das umsetzt. Er möchte quasi in dem Fall nur einen Prozess gelöst haben und damit eventuell Geld verdienen oder einen Prozess einfach schneller abbilden können. Deswegen ist Joomla in dem Bereich oder ist ein CMS-System überhaupt für einen Kunden noch so von Bedeutung, wie es vielleicht mal vor 4 oder 5 Jahren noch der Fall war? Ja, also ein Content-Management-System macht aus meiner Sicht ab dem Moment Sinn, wo der Kunde entweder A, Inhalte selbst bearbeiten will. Und ja, ich bin da bei dir, ich habe das oft genug erlebt. Der Kunde kommt, ist ganz begeistert, kriegt eine Schulung, schreibt fleißig mit, sagt super, wir legen jetzt los. Ja, dann passiert auf der Website ein halbes Jahr nichts und irgendwann klingelt dann das Telefon, wir wollen jetzt unseren ersten Blogbeitrag schreiben, aber wir haben leider vergessen, wie es geht. Das ist ein Klassiker. Das heißt, die Kunden sind immer am Anfang sehr, sehr motiviert. Dann kommt aber das Tagesgeschäft, die haben ihre eigenen Sorgen, um die sie sich kümmern müssen. Und normalerweise müsste man für dieses ganze Marketing, Blog, Social-Media-Geschäft jemand einstellen, der sich um sowas kümmert in der Firma. Das machen aber die wenigsten Firmen, deswegen bleibt es liegen. Das heißt, dieser Anspruch, regelmäßig eigene Sachen bearbeiten zu wollen, das ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen hergezaubertes Argument. Ich glaube aber, wo Content Management durchaus Sinn macht, im kleineren Anwendungsfall ist zum Beispiel auch Blogs schreiben, News schreiben, ne, wenn man auch selbst SEO betreiben will, also auch öfter mal
Inhalte aktualisieren will, dann macht das halt schon Sinn. Also klar, da gibt es auch andere Lösungen dafür, aber warum nicht ein Content-Management-System auch für solche einfachen Lösungen einsetzen? Und es funktioniert ja wirklich einfach, wenn es sauber aufgesetzt ist, wenn der Kunde vernünftig geschult ist, dann ist es ja wirklich ein Kinderspiel. Gerne. Also ich sehe es bei uns tatsächlich so, dass auch unsere Kunden in den wenigsten Fällen die Webseiten selbst pflegen. Aber selbst wenn wir es dann für die Kunden machen, arbeite ich dann doch lieber mit einem System, was ich mag, als dass ich irgendwie im Quellcode rumfuhrwerke. Vor allen Dingen ab einer bestimmten Größe und an bestimmten... Oh, meine Kavallerie kommt, ich muss los. Dann ab einem bestimmten Umfang schaffst du es ja auch gar nicht mehr großartig, wenn du nicht auf Tools setzt, die dann einfach pflegbar sind. Von daher würde ich schon sagen, dass Joomla da immer noch eine Daseinsberechtigung hat. Gibt es denn, wenn ihr beide Systeme einsetzt, wo zieht ihr bei euch die Grenze? Gibt es was, wo du sagst, oh, das sind typische Joomla-Projekte, da macht es Sinn, da kann es auch einen Mehrwert für den Kunden dann bieten? Ja, tatsächlich, wenn es um bestimmte Funktionalitäten geht, zum Beispiel Mehrsprachigkeit, würde ich immer versuchen, auf Joomla zu setzen. Klar gibt es WPML für WordPress oder sonstige Geschichten, aber ich hole mir dann natürlich immer noch mal zusätzliche Plugins rein, die das Ganze nicht unbedingt schlanker machen. Und wenn das Content-Management-System von Haus aus Mehrsprachigkeit unterstützt, und das ist das einzige Feature, dann macht auf jeden Fall es Sinn, Joomla zu nutzen. Seht ihr bei euch einen Unterschied im Projektumfang? Also gibt es bei euch eine Tendenz dazu, dass Joomla-Projekte generell größer oder kleiner sind als WordPress-Projekte? Unterm Strich nicht. Wir haben jetzt tatsächlich momentan ein sehr großes Projekt, das ist auch mit Joomla in der Mache. Da sprechen wir dann also tatsächlich vom sechsstelligen Euro-Bereich vorm Komma. Und das ist wichtig. Da hätte WordPress auch gar keinen Sinn gemacht, tatsächlich. Ja. Genau. Alex, du bist ja dann quasi auch der Projekt-Indianer hier. Was? Ja, 192, 168, 100, 100. Sorry. Kurzer Exkurs in IPv4. Du bist ja als Projektindianer hier, ne? Mr. Vice President von Joomla sozusagen. Gibt's einen offiziellen Trend? Ist das Thema im Board so dieses Thema, kann man noch vernünftig Business mit Joomla machen? Ist das was euch beschäftigt? Ja, sicher, da wird natürlich drüber gesprochen. Also wer das jetzt nicht alles so genau weiß, OSM, der Verein hinter Joomla, da gibt es eben das Board mit einigen Positionen, die dahin gewählt werden, und man muss sich das so vorstellen, dass alle 14 Tage gibt es eben ein Google Hangout mit verschiedensten Leuten aus diesem Board über Kontinente und Sprachbarrieren hinweg, auf Englisch dann logischerweise. Und das ist dann schon spannend, weil jeder hat dann natürlich so ein bisschen seine eigene Sicht. Ne? Ich habe natürlich so ein bisschen die deutsche Erfahrung, ein amerikanischer Markt sieht schon wieder ganz anders aus. Südamerika sieht wieder anders aus als Südeuropa, dann haben wir Asien. Das ist schon spannend, das zu hören. Und die Wahrnehmung und die Probleme sind nicht länderübergreifend. Also es ist lokal unterschiedlich, ist meine persönliche Wahrnehmung. Und es gibt natürlich Diskussionen und Überlegungen, wie kriegen wir wieder mehr Agenturgeschäft rein. Joomla hat ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher haftete Joomla ja auch immer so ein bisschen das Image vom System für die kleine Vereinswebseite an. Darunter hat das Image von Joomla möglicherweise ein bisschen gelitten, weil es ja auch dadurch sehr, sehr weit verbreitet war, was auf der einen Seite natürlich toll war, auf der anderen Seite aber auch zur Konsequenz hat, dass natürlich da, wo viele Webseiten sind, gibt es auch viele Sicherheitslücken. Ergo wurde das System auch öfter mal beschädigt durch Hacks, und dann kam auf einmal so diese Meinung auf, Joomla wäre unsicher, was natürlich völliger Quatsch ist. Das haben wir auch vorhin bei deinen Statistiken gesehen. Ne? Wenn WordPress 100.000 Mal mehr installiert ist, wird WordPress eben auch 100.000 Mal mehr gehackt. Also das ist ja keine Argumentation.
Naja, und aus diesem Image, also darunter hatte man ein paar Jahre zu leiden. Das ist die Wahrnehmung des Systems ist meiner Meinung nach wieder besser geworden, international gesehen. Aber auch das ist mein persönliches Bauchgefühl. Aber es gibt natürlich, man guckt natürlich schon im Board kritisch auf die Situation, dass es unglaublich viele Agenturen gibt, die WordPress anbieten und unglaublich viele Kunden, die WordPress nachfragen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das denn so? Meiner Meinung nach ist das so, die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, der rennen alle hinterher. Ne? Wenn ich auf dem Markt ein Business betreibe und dann frage ich meinen Kollegen, der das gleiche Business betreibt, ihr habt doch eine Webseite, auf was läuft die? Ja, auf WordPress. Dann machen wir das auch. Dem ist es doch scheißegal, ob das WordPress ist oder Typo 3 oder Joomla oder whatever. Das interessiert ihn gar nicht. Der will eine Website haben, der will eine saubere Lösung haben. Und diejenigen, die fragen und das System, was alle haben, das muss ja wohl das Beste sein. Dann wollen wir das auch haben. Das ist das Problem, vor dem wir meiner Meinung nach stehen, weil WordPress im Moment halt diese absolute Markthoheit hat. Im Umkehrschluss, und da sehe ich die Chance, das müssen wir irgendwie kommunizieren, im Umkehrschluss ist es aber auch so, es gibt ja Nachfrage nach Joomla. Es gibt ja immer noch verdammt viele Joomla-Webseiten da draußen und auch attraktive Projekte von Mittelständlern oder gar großen Firmen. Und die haben den Bedarf an Agenturen, an Problemlösern, an Leuten, die ihre Probleme lösen. Und wenn da keine Agenturen sind, die das gescheit machen, dann bedeutet das doch, dass da ein riesiger Markt ist, der eigentlich brach liegt. Den müssen wir uns doch einfach nur schnappen. Und es hadert aber in Deutschland vor allen Dingen daran, dass wir, und da ist der Bastian mit Sicherheit eine kleine Ausnahme, es hapert doch daran, dass wir vor allen Dingen der Thorsten, Entschuldigung, auch nicht der Bastian. Lebe ich schon seit Jahren mit. Ja. Es habe doch vor allen Dingen daran, dass wir so eine kleine Einzelkämpfermentalität hier in Deutschland haben. Ne? Überall verstreut, hier und da, jeder macht so ein bisschen was, keiner macht irgendwie was richtig und es gibt nicht diese professionelle Aufstellung. Da möchte ich euch alle recht herzlich einladen. Morgen 9.15 Uhr Keynote von mir, da wird es exakt um dieses Thema gehen. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu tief ins Thema reingehen. Aber ich brenne dafür, weil ich sehe da eine große Chance. Punkt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und würde sagen, bei uns hat es tatsächlich so den Kickstart gegeben als Agentur. Also ich habe das auch klassisch gegründet am Küchentisch, aber in Wirklichkeit war das so ein kleiner Beistelltisch im Schlafzimmer. Das macht sie aber nicht so gut, wenn einer fragt. Und ja, hat immer so was Merkwürdiges. Und der wirklich die Initialzündung hat es gegeben, als ich gemerkt habe, okay, es geht nicht darum, ob wir WordPress, Joomla oder irgendwas anderes verkaufen, sondern wir sollten weniger über Merkmale verkaufen, sondern tatsächlich einfach über Lösungen und argumentsmäßig verkaufen. Und ich gebe absolut recht, dass man sich diesen Joomla-Agenturmarkt zurückerobern kann, weil es kaum noch jemanden gibt, der das in der Größenordnung tatsächlich über 5 Mitarbeiter macht. Und das hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Und ich finde aber, es ist eigentlich müßig zu sagen, wie verkaufen wir Joomla? Später mein Vortrag im letzten Slot im Raum Mittwald, also auch im ganz letzten Raum hinten, wenn ihr trotzdem kommen wollt, freue ich mich, heißt, wie verdiene ich Geld mit Joomla und gründe nebenher eine Agentur? Funktioniert beides nicht, warum? Erzähle ich da. Da war ja dann noch jetzt der ein oder andere positive Schlenker nach hinten raus. Was ist denn so deine positive Zukunftsperspektive, Yves? Du hast eben gesagt, Extensions gehen alle vor die Hunde, aber irgendein Silberstreif muss es doch geben. Doch nicht vor der Hunde, der Markt ändert sich. Und das war schon immer so ein Vorteil, der auch daraus erwachsen ist. Wir haben inzwischen viele Kunden, die kommen zu uns und nehmen unsere Extension als Basis für die Webseite, die sie bauen und nicht mehr ein CMS. Das als Alternative mal gesagt. Generell merkt man, dass gerade für Agenturen und aber auch für Kunden die Zeit von einfachen oder General-Purpose CMS-Systemen, also für alle Zwecke geeigneten CMS-Systemen, abläuft. Also früher hat man zum Beispiel Joomla auch als Entwicklungsumgebung benutzt. Also wir haben Web-Applikationen gebaut auf Basis von Joomla.
Heutzutage starten die meisten Projekte dann auf anderen PHP-Frameworks, Laravel, Symfony oder gar nicht mehr auf PHP, sondern wenn wir im Node.js-Bereich sind oder woanders. Also auch die Anforderungen haben sich geändert. Und nicht zuletzt wurden vielen Kunden CMS-Systeme verkauft, obwohl sie nie gebraucht haben. Und inzwischen verlangt man auch für ein CMS-System mehr. Aber warum sollte der Kunde mehr zahlen für eine Seite, die er eh nie anfasst? Da kann er auch HTML einsetzen oder ähnliches. Also der Markt im Ganzen, CMS als Ganzes, ändert sich auch und wandelt sich. Das ist so, ich bin ja eigentlich nur Moderator, aber das ist der eine Satz, den ich sagen muss. Wir sehen, haben wir eben gesehen, ne, in den Nutzungsstatistiken, oh, es geht bergab, der Marktanteil sinkt, was man nicht vergessen darf, und das wird immer vergessen. Das sind relative Prozentzahlen. Die Anzahl der Seiten insgesamt steigt aber. Der Joomla-Marktanteil, glaube ich, im letzten 2,5 Jahren ist gleichbleibend bei 3,7% oder sowas, Pi mal Daumen, ein bisschen weniger, glaube ich. Heißt, wir sind gewachsen. Der absolute Markt an Websites, die ihr verkaufen könnt, wächst. Da ist immer noch was zu holen. André, du hast den ganzen Kram angefragen. Genau. Darfst du jetzt auch ein Fazit dazu ziehen, bevor es in den nächsten Session-Slot geht? Okay, ein Fazit daraus schwierig zu ziehen, aber ich werde Joomla weiterhin beobachten. Mir ist das System ans Herz gewachsen, ich werde es weiterhin für meine Kunden einsetzen. Doch ich denke, es muss jetzt mit der Joomla 4-Version was Neues entstehen. Es muss was entstehen, wo wirklich für die Agenturwelt interessant ist, dieses System einzusetzen und auch vielleicht größere Agenturen davon zu überzeugen, wieder mal sich Joomla anzuschauen und zu entscheiden, welches System ich für meine Kunden einsetze. Das wäre eigentlich so mein wichtigstes Anliegen an Joomla überhaupt, sich mit dieser Joomla 4-Version sehr, sehr viele Gedanken dazu zu machen. Wie bekomme ich die Agenturen eigentlich wieder zurück? Ja, gut. Wer sagt was? Alon, join us. Das ist jetzt fließend in den Q&A-Teil übergegangen. Sorry, dass ich hier so ein bisschen unterbreche, aber diese Erwartungshaltung, von der du da sprichst, und Joomla 4, ich bin da ein bisschen in der Entwicklung involviert. Da müssen wir auch Feedback bekommen, da muss man Input bekommen von den Agenturen. Und da hinkt, ist wie das Joomla, sind da wie so die Entwickler und die Agenturen, aber diese Verbindung, die besteht im Moment nicht. Nee, das ist auch das größte Manko, das ich überhaupt an der Joomla-Community momentan beobachte, die letzten paar Jahre. Es mangelt wahnsinnig an der Kommunikation. Das ist eines der ersten Sachen, die man wirklich wieder ins Laufen bringen muss, damit ihr quasi erfahrt von uns, in welche Richtung soll es eigentlich gehen, damit ihr überhaupt in die Richtung gehen könnt. Sonst noch Input, Fragen, Wortmeldungen da hinten? Sigrid, also was ich schon auch merke, ist, dass viele große bestehende Seiten, die oft von Firmen intern gewartet werden, an einen bestimmten Punkt kommen, wo sie dann Update oder externe Hilfe brauchen. Und dann ist es schon auch wichtig, dass man als Joomla-Agentur gefunden wird. Also ich glaube, da sind viele Projekte draußen, die von einzelnen Leuten gepflegt und gewartet werden und die irgendwann an ihre Ressourcen stoßen und dann die Projekte Unterstützung brauchen. Und ich mache ganz wenig neue Webseiten, ich mache viele Updates und Weiterentwicklungen. Und ich glaube, dass das auch ein großer Markt ist. Hat da jemand Ergänzung? Nö, ne? Ihr nehmt das so hin. Super. Ja, klar, es ist wahr. Einen noch. Ja, wir sprechen hier sehr viel vom Agenturgeschäft und von Prozentzahlen. Was mich interessieren würde von dem
Gesamtmarkt an Installationen, an CMS-Installationen, wie sieht es zum Beispiel bei WordPress aus, wie viel, also prozentuell gesehen, wie viele Agenturen setzen WordPress ein? Also es gibt sehr viele Installationen, das wissen wir, aber wie groß in dem Gesamt-WordPress-Markt ist der Anteil der Arbeiteragenturen und wie groß ist der Anteil bei Joomla? Also ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen anders aussieht. Also ich glaube, dass die Chancen für Agenturen mit dem Werkzeug Joomla zu arbeiten größer sind als mit WordPress. Genauso wie es bei Typo3 ist, also ich glaube, da gibt es natürlich sehr wenig Endanwender, die Typo3 einsetzen. Das sind dann eher die Agenturen, die mit Typo3 arbeiten, weil das System komplexer ist und der Einstieg natürlich viel komplexer und, ist und mehr Zeit braucht. Und bei Joomla kann ich mir auch vorstellen, also die Projekte, die man mit Joomla umsetzt, sind meistens etwas größer. Das heißt, die Arbeit ist für Agenturen meiner Meinung nach interessanter. Und bei WordPress gibt es viele Endanwender, viele Blogger, die kleine Webseiten betreiben, die natürlich eine Masse an Installationen auf dem Gesamtmarkt ausmachen, aber die Agenturarbeit dann vielleicht prozentuell insgesamt in dem WordPress-Markt vielleicht gar nicht so groß ist. Ja. Ich glaube, die Frage ist ein Statement geworden und ich jetzt mal zusammengefasst mit ja, es gibt viel mehr Installationen, aber das heißt nicht, dass der Markt, der wirtschaftliche, unbedingt so viel größer ist. Ja, super. Gut. Wobei ich da ergänzend noch dazu sagen möchte, ohne dass ich jetzt Zahlen oder Statistiken zu der Frage habe, auch das wieder nur ein Bauchgefühl aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich bin auf der Hanauer Landstraße, da wimmelt es von Online-Agenturen und gefühlt bekomme ich da WordPress hinterhergeschmissen. WordPress machen irgendwie alle, von der Riesenagentur bis zum Schüler, der noch in der Schule ist, alle bieten WordPress an. Was für mich als Agentur aber auch heißt, dass der Markt gefühlt von Dienstleistern überrannt ist, was jetzt auch nicht besonders toll ist für meine eigene Preisgestaltung. Auch da sehe ich eine Chance, im Produkt, nennen wir es mal Produkt, Joomla als Agentur. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ungefähr auf die Frage hinausläuft. Gefühlt gibt es sehr, sehr, sehr viel mehr Dienstleistungsanbieter im Bereich WordPress als im Bereich Joomla. Gut. Vielen Dank euch vier für eure Statements, für euren Input. Wir legen jetzt gleich mit dem nächsten Session-Slot los um 14.30 Uhr, also in 13 Minuten. Wer von euch in der Mittagspause fleißig war und seinen Sponsorenpass schon komplett voll hat, wie man klar erkennen kann, ist das hier die Urne, wo ihr die Sponsorenpässe einfüllt. Den genauen Modus der Verlosung müssen wir jetzt gleich mal ausklamüsern, weil ja, glaube ich, morgen nicht mehr alle da sein werden, sodass morgen nur Verlosung gemein wäre. Da klamüsern wir noch was für aus. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit und einen schönen Nachmittag.